So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Bevor wir jetzt weitermachen, werden wir erst nochmal mit Creighton hier reden. Das haben wir nämlich in der letzten Aufnahmesession noch nicht gemacht, nachdem wir mit seiner Schülerin hier geredet haben, mit Rosebeth. Und dann werden wir weiterspringen. Wobei, vielleicht werde ich dann erst einmal kurz eine Ringkunde machen, da ich ja ziemlich viele Ringe mittlerweile aufgesammelt habe und von denen kaum schon Details verraten habe. In denen stecken nämlich meistens ziemlich viele Details drin. In den Ringen. Genauso wie in Schlüsseln und Questgegenständen. Aber erstmal reden wir mit ihm hier. Oh, so you finally decided to join us. Let us resume our exploration of sorcery. Gut, bei ihm können wir jetzt nichts Besonderes, Tolles, Neues kaufen. Den Zauberquarzring haben wir, glaube ich, schon. Oder haben wir den noch nicht? Gucken wir nachher gleich mal. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Ja, das ist immer noch dasselbe. Mal sehen. Use scrolls to unleash the power. Das kennen wir auch schon. Scroll, the untrained cannot wield a scroll to its pro. Never forget, young pupil. There are no shortcuts to mastery. Yep. I sense a dark power here. Something akin to sorcery, only more primordial. I wish to find out more about it, but as we see, this place is in ruins. Just what happened here? Ja, also er redet von etwas Älterem als der Seelenmagie, die er verwendet. Entweder weiter die alte Seelenmagie, die von Big Head Logan, also vom Spitzhut, den wir aus Dark Souls 1 herkennen, ruht, oder er meint Hexereien, die hier in der Dunkelheit ruhen, oder er meint die Dunkelheit selber, von der uns der andere schon erzählt hat, der Hexereilehrer, oder er meint etwas völlig anderes. Mal sehen, was er noch zu sagen hat. Sorcery was created long, long ago. Some say it was originated by the great pale being. But we've no way of knowing if such claims are true. Many sorceries were lost over the ages. Before pyromancy, there were fire sorceries, but they are long forgotten. Ja, was er gerade angesprochen hat, das große bleiche Wesen. Da kommt eigentlich nur einer in Frage, nämlich Seth des Scales, also Seth der Verräterdrache, der Blinde aus den Archiven des Herzogs. Und er hat gerade gemeint, bevor die Pyromantie entstand, gab es 5 verschiedene Arten von Zauberei, also 5 verschiedene Schulen. Das ist auch ziemlich alt, weil vor der Pyromantie gab es in Eiserlicht ja Feuermagie, Feuerzauberei, aus der ist dann die Pyromantie entstanden. Das hat sich also auch im Laufe der Jahre geändert, aber er scheint noch was davon zu wissen. Obwohl so schon ziemlich viel vergessen wurde. Sorcery and pyromancy thrive in Melfia. I've spent much time there, trying to perfect my art. But staying was a mistake. The fools there had no interest in truth. Their ambitions were paltry and their smiles cloying. I was sick to the back teeth of their petty squabbles. There was nothing for me in that forsaken land. Und das hört man von einem alten Mann. Der ist überdrüssig über die weisen alten Lehren. Ja. Klingt ein bisschen wie Obi-Wan Kenobi. So the girl's been here too. I'm glad to see her safe, whatever that's worth. Ja, da hat er gerade über seine ehemalige Schülerin geredet.
Und mehr hat er nicht zu sagen. Gut, gucken wir mal kurz, ob wir seinen Ring schon haben. Nein, der fehlt uns noch. Also kaufen wir den auch gleich mal. Einfach, weil wir es können. Den anderen brauchen wir im Augenblick nicht. Aber wenn wir schon hier sind, können wir ihn mal kurz angucken. Dies ist ein Ring der Fiorenza, dem einzigen wirklich wohlhabenden Kaufmann im Vulken. Dies ist ein Ring, der Fiorenza, dem einzigen wirklich wohlhabenden Kaufmann im Vulken gehörte. Er verkürzt die Zauberwirkzeit. Fiorenza kaufte mit seinen Reichtümern luxuriöse Objekte und seltene Sammlerstücke, war jedoch nach Jahren exzessiver Ausschweifungen ruiniert. Ja. Young people, do not take my... Ja. Wir nehmen deine Lehren schon nicht leicht, auch wenn wir sie kaum in Anspruch nehmen werden. So, gucken wir uns mal... ramponiertes Stoffgewand kurz an. Bei Pyromanten beliebtes Gewand. Auf den ersten Blick ist es ramponiert, doch der Stoff ist mit Pyromantie verstärkt. Zauberei dient nicht nur der Zurschaustellung. Sie ist eine Kunst, mit der schlichte Sterbliche einen Blick in tatsächliche und mögliche Existenzen werfen können. Und die Königsschwertkämpferrüstung, also das sind die aus der verlassenen Festung. Rüstung eines Königsschwertkämpfers. Ihr Form bietet Schutz und ermöglicht zugleich hervorragende Beweglichkeit. Diese schmucklose Rüstung ist nur für den Kampf bestimmt. König Wendrick rüstete seine tapfersten Männer für den Kampf gegen die berühmten Riesen mit der allerbesten Rüstung aus, doch wenige kehrten lebend zurück. Ja, ein kleines Foreshadowing auf Sachen, die noch kommen mögen. Hier sind die Gamaschen dazu. Ja, da steht fast dasselbe. Bei den Varega-Sachen. Von Varega den Schrecken der Meere getragene Ärmel. Die Küste im nördlichen Dwang Lake ist schier endlos. Jenseits des Nordmeers liegt ein unerforschter Kontinent, der als Heimat unmenschlicher Wesen gilt. Man könnte fast schon meinen, jenseits des Nordmeeres könnte das echte Lordwood liegen, so wie das da klingt. Also da wir ja immer noch dabei sind, dass Dwang Lake hier die geistige Reinkarnation Lordwoods ist. Also wir hatten ja schon ein paar Gebiete, die teilweise an Lordwood erinnern. Zum Beispiel Modula als der Feuerbandschrein. Die verlassene Festung als... Asyl der Untoten. Das da drüben, der Heideturm, erinnert ein bisschen an ein versunkenes Anor Londo. Was hatten wir noch? Naja, die Festung im Wald der Riesen. Ah, die kann man nicht ganz so zuordnen. Und die Niemandswerft auch nicht wirklich. Und mehr Gebiete hatten wir bis jetzt ja noch nicht. Gut, gucken wir uns mal kurz die Ringe an. Ja, Info anzeigen. Also ich lese nicht die, ach doch, ich lese ganz durch. Ein alter Ring mit einem roten Juwel erhöht die maximale TP. Jeder Ring verfügt über eine andere Kraft. Sogar gewöhnliche Ringe können eine große Gabe auf gefährlichen Reisen sein. Dieser Ring ist nach einer schönen grünen Blume benannt, doch ist er ganz schon lange verblasst. Er erhöht die Ausdauerregeneration. Dieser Ring trägt ein Soldatensiegel, er erhöht die Last, die getragen werden kann. Solche Ringe wurden Kriegern verliehen, die sich im Dienst von König Wendrick hervorgetan haben. Der König bevorzugte einfache Krieger, die sich in jedem Kampf allein auf ihre Stärke verlassen haben. Zauberquarzring. Dieser Ring wird an der Zauberakademie von Melfia Schülern einer bestimmten Stufe verliehen. Der seelenbasierte Quarz erhöht die magische Abwehr. Pyromant Glocken stellt Kopien her, sehr zum Entsetzen der konservativen Fakultät der alten Garde. Dieser Ring wurde in der Zauberakademie von Velfia Schüler einer bestimmten Stufe verliehen. Der feuerbasierte Quarz erhöht Feuerabwehr. Gerüchten zufolge hat Pyromant Glocken riesigen Profit mit dem Verkauf von Kopien erzielt. Dieser Ring wird in der Zauberakademie von bestimmten Schülern verliehen. Der Blitzquarz erhöht Blitzabwehr. Pyromant Glocken hat so viele Kopien hergestellt, dass sie weit verbreitet sind. Seine Magierkollegen haben ihn deswegen im rauen Ton gescholten. Er würde die Lektion untergraben, die nur mit hartem Training erlernt werden können. Dieser Ring wird an der Zauberakademie, der vom Finsternis durchdringte Quarz erhöht die Finsterabwehr.
Pyromant-Glocken wurde wegen der Fertigung dieser Kopien kritisiert. Doch ist es kein Geheimnis, dass sie das Leben vieler Reisender gerettet haben. Blutbissring. Dies ist einer von mehreren Bissringen, die für ihr besonderes Aussehen bekannt sind. Er erhöht die Blutungsresistenz. Das ähnliche, seltsam verstörende Aussehen dieser Ringe legt eine gemeinsame Herkunft nahe. Wer auch immer der Meisterhandwerker gewesen ist, auf jeden Fall verstand er sein Handwerk. Ja, das sind noch die Bissringe aus Karim. Festigender Knöchelring. Dieser Knöchelring wurde von Roy, dem Erkunder, getragen. Er verlangsamt den Zerfall von Ausrüstung. Kostspielige, auffällige Ausrüstung macht einem das Leben nicht immer leichter. Manchmal reicht die altbewährte Rüstung, um lange durchzuhalten. Ring der Klingen. Der Ring wurde der Lieblingswaffe des verrückten Ritters von Alken nacherfunden. Er verbessert körperliche Angriffe. Vor langer Zeit erblühten die Königreiche von Alken und Wengen auf genau diesem Boden. Beide wurden von demselben Mann gegründet, verfielen jedoch in Rivalität und Bosheit. Ja, also das hier waren wohl Königreiche, also Alken und Wen waren Königreiche vor Dragonlick auf diesem Boden. Alken kennen wir, glaube ich, das war... Hat der Glockenhüter nicht gesagt, dass die Glocke von Alken ist? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Manchmal achte ich doch nicht so sehr auf die Namen, muss ich zugeben. Steinring. Dies ist der geliebte Steinring des edlen Lothian ohne Schild, ehemals aus Forossa. Treffer verringern die Balance des Gegners immens. Der Effekt scheint unbedeutend zu sein, doch diejenigen, die verstehen, wie wichtig es ist, Lücken in der Verteidigung des Gegners zu benutzen, wird der Wert dieses Rings schnell bewusst. Blauer Tränensteinring, der sieht übrigens ein bisschen anders aus als der aus Daxus 1. Dieser Ring ist mit einem Tränenstein besetzt. Er reagiert, wenn der Träger in Gefahr gerät und erhöht vorübergehend dessen Abwehr. Kreta, die Göttin der Tränen, beweint jene, die Geliebte verloren haben, mit reinen blauen Tränen. Es heißt, der Stein in diesem Ring sei eine solche Träne. Den Löwenring hatten wir schon, Ring der Lebenssicherung, den ich mir gekauft habe. Dieser göttliche Ring wacht über das Leben des Trägers. Er wurde von den Schülern von Rhones, dem Weisen aus Lindelt erschaffen. Die außerordentlichen Schutzkräfte bewahren euch vor jeglichem Verlust bei Tod. Doch zerbricht der Ring, nachdem seine Macht eingesetzt wurde. Ritualband des Nordens. Dies ist einer der Geheimschätze von Aldia. Er erhöht die Zauberaufladung auf Kosten von Trefferpunkten. Dieser schlicht aussehende Ring enthält sehr mächtige Magie. Es ist unvorstellbar, welche unfassbare Taten verbracht werden mussten, um ihn zu erschaffen. Man erinnere sich nur an das grausame Schicksal der Bewohner von Aldias. Dies ist einer der Geheimschätze von Aldia. Erhöht die Anzahl der Zauber, welche aufgenommen werden können. Dieser schlicht aussehende Ring enthält mehr mächtige Magie. Es ist unvorstellbar, welche unfassbare Taten verbracht werden mussten, um ihn zu erschaffen. Ja. Silberner Schlangenring. Dieser Silberring zeigt eine Schlange, die Dienerin und zugleich Manifestation des Gottes der Gier, Zandroel. Gier ist herkömmlicherweise als Laster betrachtet, doch nur ein Narr lässt sich davon eine gute Gelegenheit ruinieren. Ring der Wiederherstellung. Dies ist ein Schutzring, der innerhalb des Hauses Osteria weitergegeben wurde. Er stellt langsam TP wieder her. Im geheiligten Land Lindelt stand dieser Ring für Wohlstand und Langlebigkeit des großen Hauses Osteria. Der Ring ist jedoch sehr zerbrechlich, als ob er es hassen würde, wie selbstverständlich getragen zu werden. Also ja, er hat sehr geringe Haltbarkeit, das ist damit gemeint. Ring des Bindens. Dies ist ein ungewöhnlicher Ring unbekannter Ursprungs. Er begrenzt die TP, die der Träger als Hülle verliert. Leider macht der Ring nicht menschlich. Was einmal verloren ist, kann nicht einfach wiedergewonnen werden. Ring des Geflüsters. Dieser Ring wurde von Roy, dem Erkunder, getragen und hört die innere Stimme der Gegner, die euch umgeben. Dies ist nützlich zum Aufspüren von verborgenen Feinden und vielleicht auch für ein paar andere Dinge. Und das blaue Siegel. Dies ist der Ring des Eis des blauen Pfades. Er erhöht die TP leicht. Der blaue Pfad ist keine vollständige Religion, er ist ein demütiges Gebet, das sich auf natürliche Weise unter dem verbreitet die Hilfe suchen. Wenn Apostel des Blauen von dunklen Geistern heimgesucht werden, können sie auf Unterstützung von Meistern anderer Welten hoffen. Jo. So, das war unsere kleine Ringkunde für heute. In Zukunft werde ich gucken, dass ich die Regel gleich vorlese, wenn ich sie finde und es kann und nicht drauf vergesse.
Wir gehen jetzt in den Jägerhain.